Es ist eine grosse Voraussetzung, wenn man sich entscheidet, zum Herdenschutzhund zu halten, dass man Hunde gern hat. Weil wenn man nur Herdenschutzhunde haltet, weil man das Gefühl hat, ich muss jetzt meine Herde schützen, ich brauche jetzt die Hunde noch, dann ist der Erfolg sehr wahrscheinlich wenig bis gar nicht vorhanden. Aber wenn man die Hunde wirklich gern hat und weiss, wie die ticken, dann fällt einem in der Ausbildung sehr vieles viel leichter. Und der Umgang ist einfach. Unsere Herdenschutzhundegruppe ist so gestaltet, dass wir junge Hunde haben, dass wir alte Hunde haben. Junge Hunde, die in der Ausbildung sind, alte Hunde, die fertig ausgebildet sind. So können die Hunde voneinander teilweise auch lernen. Aber wir haben natürlich auch einen grossen Job in der Pflege und im Lernen der jungen Hunde. Unsere Herdenschutzhunde sind da, um die Schafherden auf der Alp zu schützen vor dem Wolf oder vor Grossraubtieren. Im Winter leben die Schafe und die Hunde zusammen miteinander im Stall. Und im Sommer oder im Frühling sind sie mit den Schafherden draußen auf der Weide. Bis heute haben wir noch nie, obwohl wir unsere Alp im Wolfsgebiet haben und auch eine ständige Wolfspräsenz haben bei uns auf der Alp, haben wir noch nie einen Wolfsriss gehabt. Junge, wo hast du den Stöpsel hin? Das ist ein bisschen so eine Geschichte, wenn man Herdenschutzhunde haltet, dann tun die einem immer wieder neue Systemmängel aufzeigen. Wir haben hier einen Brunnen, wo eigentlich die Schafe getränkt werden. Und jetzt hat Juma, einen jungen, verspielten Herdenschutzhund, die schwarz-weisse, hat den Stöpsel rausgezogen und sehr wahrscheinlich irgendwo verketscht. Dann kann ich den suchen und wieder reinstopfen. Zum Glück haben wir noch einen zweiten Brunnen, wo die Schafe können rausgehen trinken. Genau, die Freuden und Leiden von Herdenschutzhundehaltung sind immer nicht unnöch zusammen. Juma, du Zwetschge. Auf unserem Betrieb haben wir Batu, das sind Pyrenäenberghunde, die wir halten. Und wir behalten sie bei uns auf dem Betrieb, solange sie leben. Es ist sehr wichtig, dass der Herdenschutzhund freundlich ist gegenüber fremden Personen. Also wir merken einfach auch, dass es bei uns in der Schafherde drin zwischen den Schafen und den Herdenschutzhunden starke Bindungen gibt. Die Herdenschutzhunde sind mitten in der Herde drin. Die schmausen mit den Schafen, die ziehen mit den Schafen mit. Also eben, wir haben jetzt die Situation, dass die Schafe keinerlei Angst haben oder keinerlei Respekt haben vor den Hunden, dass die wirklich eins sind miteinander. Sie können sehr, sehr friedlich nebeneinander liegen und nebeneinander stehen. Das ist ganz ein ganz anderes Bild wie mit dem Triebhund. Der Triebhund, der Border Collie oder der Kelpie oder was man für einen Triebhund benutzen tut in der Schafhaltung. Der ist da, um die Herde zu bewegen. Und diese Hunde sind einfach da und bringen die Ruhe in die Herde. Unsere Schutzhunde wachsen in der Herde drin auf. Die kommen als Welpen, kommen sie in der Herde bereits schon auf die Welt. Sie lernen Schafe sehr, sehr früh in ihrem Leben, lernen sie Schafe kennen. Lernen den Geschmack der Schafe, lernen das Wesen der Schafe sehr früh kennen. Und leben in dem Sinn permanent in der Herde drin. Jetzt kommt jemand in den Stall rein. Es ist ganz klar, wenn irgendjemand in den Stall läuft, den sie nicht gut kennen, jetzt ist gerade unser Lehrling reingelaufen mit einer roten Jacke, die er sonst nicht so anhat, dann gibt es eine Aktion. Sie sehen, okay, es ist alles gut. 10 Sekunden, nachher ist wieder Ruhe. Ich habe das Gefühl, die Hundehaltung, die wir haben mit den Herdenschutzhunden, ist sehr, sehr eine ursprüngliche, natürliche Hundehaltung. Unsere Hunde können sich permanent frei bewegen, selbstverständlich im Rudel, im Herdengefüge oder in den Zäunen drin, wo sie sein müssen. Sie können ihre Rudelstruktur klar austragen. Wir können uns eigentlich ein Leben ohne Schaf- und Herdenschutzhunde zusammen können wir uns eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Für uns ist das ein integraler Punkt, dass wir Herdenschutzhunde und Schafe zusammenhalten können.